Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zum ersten Teil des Q&As. Ihr hattet mir ja wirklich wahnsinnig viele Fragen geschrieben. Ich glaube, es waren im Endeffekt um die 100 Kommentare. Aber einige waren natürlich auch doppelt andere Sachen. Hatte ich, glaube ich, schon mehrmals reingepackt. Deswegen habe ich jetzt versucht, so eine Auswahl zu treffen, die einige der wiederholenden Fragen beantwortet und so eine erste kleine Auswahl so an Fragen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die anderen, die ich jetzt hier nicht reinpacke, nicht in einem späteren Video auch noch mit reinkommen. Deswegen keine Panik, ich werde da definitiv auch noch andere Fragen da rausnehmen. Aber fangen wir erstmal an. Also die erste Frage, die ich jetzt hier mit gesehen hatte, war also erstmal vielen lieben Dank für die ganz netten Worte, übrigens auch, die in vielen der Kommentaren drin waren. Und hier war die Frage, welches Schnittprogramm benutzt du und ob ich Lieblingsprojekte habe und ob ich Bücher lese. Also direkt drei Fragen. Gehen wir mal von hinten nach vorne an. Bücher habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel gelesen. Aktuell ist das ein bisschen schwierig, teilweise zum Einschlafen nehme ich Hörbücher. Aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es schon mal war. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich viel so Tolkien-Sachen gelesen habe und dass natürlich der Schreiber nicht mehr aktiv. Von daher aktuell nicht so. Schnittprogramm. Schnittprogramm habe ich aktuell Movie Studios Platinum Suite. Bin davon jetzt nicht 100% überzeugt, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her war es wirklich immer schon recht gut. Von daher bin ich dabei aktuell erstmal geblieben. Und Lieblingsprojekt ist schwierig zu sagen. Also ich gehe ab und zu in so Story-Projekten total auf, wo man jetzt sagt, da such dich total rein. Derzeit ist es schwierig zu sagen. Also die Sachen, die ich eigentlich zeige, sind so die Sachen, die ich gerne spiele. Also ich habe jetzt aktuell nicht wirklich so das Favorite-Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag alle, ich würde jetzt keins irgendwie großartig herausstechen lassen. Und da, genau, das war's von der ersten Runde her. Also erstmal vielen lieben Dank auch nochmal für die Kommentare alle. Die zweite Frage war, ob ich mal alle meine Pferde zeigen kann in SSO. Alle meine Pferde-Video ist geplant. Ich bin nur irgendwie nie dazu gekommen, das umzusetzen, was ich machen wollte. Aber es steht auf der Liste ganz oben. Also ich kann dir nicht genau sagen, wann, aber es ist geplant. Hoffentlich kriege ich das bald umgesetzt. Dann die nächste Frage war, wie lange das Doppel-Starcoins-Event ist. Das Doppel-Starcoins ist immer vom Freitag bis Montag 14 Uhr. Also immer bis zum nächsten Tag nach dem Wochenende nachmittags. Das sind immer so, da sind immer Doppel-Starcoins und das dann im 4-Wochen-Zyklus meistens. Außer es ploppt irgendein Event dazwischen mal, dann kann das auch schon mal 5 oder eben mal 3 Wochen sein. Aber meistens ist es so im 4-Wochen-Rhythmus. Deswegen kann man das ganz gut sagen, dass es eben wieder in ungefähr einem Monat sein wird. Die nächste Frage war, welches Gebiet ich mir noch in SSO wünsche? Zum Beispiel eine Wüste oder sowas. Also natürlich, das Aschetal ist ja so ein bisschen sowas wie eine Wüste. Eine Wüste wäre auf jeden Fall ganz cool, hat mal so eine ganz andere Richtung. Wobei ich sagen würde, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, so eine Wüste umzusetzen. So das Aschetal wie so ein Lava-Gebiet, so ein Vulkangegend, in der man halt temporär ist. Sowas wie, ja eben nicht Pandoria, sondern so eine Dämonenwelt, in die man dann eben mal reinkommt. Vielleicht so das Gebiet der Schattenwesen. Also wirklich so ein Dunkelgebiet, wo diese ganzen, die einen immer verfolgen auf den Missionen. Wo dann die herkommen. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, fände ich. Ansonsten vielleicht natürlich auch mal so das spirituelle Gegenstück, wo man sagen kann, da sind jetzt dann so wie die Jedi-Welt, wo dann dort die ganzen Soul Rider eben die gestorben sind, wo die dann eben leben, wo die man dann halt wieder trifft, so wie das Jenseits, aber so dieses spirituelle Jenseits. Das fände ich ganz cool, sowas in der Art. So ein bisschen dieses Mystische rein. Das wäre so ein bisschen mein Ding. Wann gibt es immer Highscore-Rennstreams? Also aktuell hatte ich ja sehr, sehr viel zu leveln. Da sind wir jetzt aber durch. Also wir haben jetzt das Connemara aktuell. Und wahrscheinlich kommt er erst in 3 bis 4 Wochen das nächste Pferd. Also sobald das Connemara ausgelevelt ist, wird es sehr wahrscheinlich in diese Richtung wieder gehen, dass wir Highscore-Streams-Rennen machen. Ja, definitiv.
würde ich auch mal wieder so ein bisschen vielleicht mal Folgen dazu machen. Also ja, bin ich auch dafür, dass es sehr bald wiederkommt. Wie ich zur SSO gekommen bin, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also am Anfang war das so, dass Kadi und ich uns überlegt hatten, das halt auf einer regelmäßigeren Basis zu bringen. Und da aber die Zeit von einem alleine nicht wirklich dafür da war. Und deswegen hatten wir so als Gag gesagt, hey, hier komm, mach das doch auch mal. Die erste Folge war ja auch so, wo Kadi mich so ein bisschen gecoacht hatte. Und ich bin so jemand, der hat irgendwie diese Grind-Spiele, so MMOs, sehr, sehr gerne mag. Und irgendwie bin ich dann, da hatte ich auch Michelle damals noch, also meinen besten Kumpel, in SSO drin. Und da hatten wir beide so den Anfang so zusammen gespielt und auch versucht, so um die Highscores und so ein bisschen zu betteln. Ja, und das war dann irgendwie recht lustig und irgendwie bin ich dann halt einfach als einziger von der ganzen Gruppe Jungs dann dabei geblieben, die halt damals wir zusammen was gemacht hatten und irgendwie, keine Ahnung, es begeistert einfach einen irgendwie noch die ganze Zeit weiter und so bin ich halt dazu gekommen und irgendwie war es dann Jahre über Jahre, ist man halt dabei geblieben. Ja. Die nächste Frage, glaubst du, dass man SSO wirklich irgendwann auf dem Handy-Tablet spielen kann? Ich habe genau über die Frage, als eben das Handymäßige aufkam, habe ich auch schon mit ein paar anderen Leuten, die auch programmieren und sowas geredet. Also in der aktuellen Grafik-Engine dürfte das ein bisschen schwierig werden, da SSO derzeit programmiertechnisch nicht ideal gemacht ist. Also wenn man eine einheitliche Engine bringt, dann kann man aktuell schon deutlich bessere Spiele von der Optik her ja auf dem Handy spielen. Aber dazu müsste SSO einiges tun, da die Performance für den Rechner schon nicht wirklich optimiert ist. Also man kann sagen, wenn das Spiel eine einheitliche Engine, also eine einheitliche Grafik bekommt, momentan sind da so unterschiedliche Stile drin, das versuchen sie auch dieses Jahr anzupassen, dann wäre das schon möglich. Also von der Rechenleistung her, von dem Aufwendigen her, wäre das schon längst möglich. Also es gibt genügend Spiele, die deutlich aufwendiger sind, die handymöglich sind. Aber ich tippe eher, dass dann so ein Star Stable Run kommt. Also dieses Spiel, was so ein bisschen in die Horsehaven-Richtung geht, das denke ich, kommt am ehesten. Vorerst. Also, oder es kommt eine sehr abgespeckte Übergangsversion, die so ein bisschen in die Richtung Star Stable Horses plus Extras so ein bisschen geht. Dann ist die Frage, wie schaffst du es, jeden Tag 1-3 Streams zu machen? Und noch eine Frage, kannst du meinen Fan-Treffen Server 11 machen? Die Fan-Treffen sind ja quasi immer meine Streams. Da versuche ich immer mit euch Bilder zu machen, so ein bisschen Zeit mit halt, deswegen wechsle ich auch mit meinem Main-Account. Dass ich immer sagen kann, hey, ich versuche so gut es geht, alle Server abzudecken, die offen sind, um eben möglichst jeden Teil der Community eine Möglichkeit zu geben, mich zu treffen. Und die Streams sind eigentlich für mich so, wie ich versuche jeden Tag euch so daran teilhaben zu lassen, was ich so jeden Tag mache. Und wenn ich eben spiele, dann denke ich mir einfach, mache ich den Stream an und ob jetzt den Leuten unbedingt allen das Spiel gefällt oder nicht, was ich da gerade spiele, denke ich mir einfach, ich spiele es gerade sehr, sehr gerne, also möchte ich euch so ein bisschen daran teilhaben lassen. Wenn es euch gefällt, schaut ihr mit dazu, wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist so der Grund, warum ich halt diese Streams mache. Also wenn man sagt, manche Leute streamen halt ein Spiel und den Rest zocken sie so ein bisschen im Off, also wie sie halt Lust haben. Bei mir ist es so, wenn ich was spiele, mache ich meistens den Stream an. Und deswegen streame ich auch so verhältnismäßig oft am Tag, weil ich sage, okay, heute habe ich mal Bock auf 3 Streams, heute habe ich Bock auf 8 Stunden das Spiel. Und so entstehen halt auch diese ungewöhnlichen Streamzeiten. Manchmal hat 1-2 Stunden, manchmal 8 Stunden am Tag. Kommt halt wirklich so, heute habe ich Bock mehr zu zocken, heute habe ich Bock weniger zu zocken. So entsteht das bei mir. Und da ich halt jemand bin, der echt gerne Games zockt, ja, streame ich eigentlich jeden Tag, bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Nächste Frage. Oh mein Gott, das sind direkt mehrere Fragen auf einmal drin. Und jetzt habe ich die Frage reingepackt. Hast du mal einen Pferdekauf bereut? Lieblingsspiel, wenn ja, welches? Genau, das Lieblingsspiel hatte ich schon. Genau, das war ein aktuelles Spiel, war die Frage. Und das war ein generelles Lieblingsspiel. Da ein Pferd, das ich gar nicht mag. Hast du dieses Jahr geplant wegen Pandemie? Dass du am Ende bereut hast. Und meine Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe fange ich mal von hinten an. Das ist das Einfachste. Ich denke mal, wenn das auf Pferdefarbe bezogen ist, wäre es ein Apfelschimmel, ansonsten Türkis. Hast du etwas gemacht, das du am Ende bereut hast? Boah, vieles. Ich glaube, man lernt aber auch aus den Fehlern. Also ich habe vieles gemacht, was ich im Endeffekt im Nachhinein bereut habe. Sei es teilweise Bundeswehrsachen, wo ich einfach viel zu lange dabei war und im Nachhinein dann einfach alles abgebrochen wurde. Aus welchen Gründen auch immer.
Also es gibt einiges und auch Studiengang, den ich im Endeffekt dann nicht weiterverfolgt habe, weil dann habe ich dann auch 3 Jahre studiert und wofür im Endeffekt bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen. Also klar, man bereut viele Dinge, wo man sagt, hey, das hat dich ewig Zeit gekostet und im Endeffekt ging es dann einfach in den Leerlauf rein. Klar, aber so krasse Dinge, die ich jemals bereut habe. Auch teilweise viele Käufe, auch bei Spielen habe ich so oft Games gekauft, wo ich dann gesagt habe, im Endeffekt, boah, war das schlecht, ey, ja. Also ich kann jetzt nicht so das eine Ding machen, aber selbst in Star Stable habe ich schon, genau, da war ja auch eine Pferderasse, die ich gar nicht mag. Das englische Vollblut habe ich aus einem Grund gekauft, weil es damals hieß, es ist schneller als der Appaloosa und es war viel schlechter zu steuern und alles. Und das habe ich zum Beispiel komplett bereut. Was ich für dieses Jahr geplant hatte, was wegen Pandemie abgesagt wurde, die Gamescom zum Beispiel. Die Gamescom als großes, großes Ding, die ja jetzt digital dann kommt. Lieblingsspiel an sich, genau, das war die Frage. Es gibt eigentlich kein Spiel, wo ich jetzt sage, das ist so krass das. Also die Zelda-Teile fand ich mega, aber das ist eher auch immer so temporär, das Lieblingsspiel. Aktuell freue ich mich sehr auf Ghost of Tsushima. Auf das neue Last of Us, aber das wird auch wieder nur ein temporäres Spiel sein, was ich total feiere. Ich glaube, diese großen Games sind echt, die ich ohne Ende spiele, Star Stable und Minecraft. Minecraft aktuell halt nicht so, weil ich da eher auf den neuen Teil warte, also Hytale. Ah, das dauert ja alles noch. Und genau, und damit habe ich auch die Sache mit dem Pferdekauf, den ich bereut habe, war eben auch das e.V., ja. Das war so das große, welchen Pferdekauf habe ich bereut. Das englische Vollblut, ganz klar. Ja. So, aber letzte Frage für diese Runde. Was sind deine Lieblingsrassen in SSO und welche Pferde kannst du empfehlen? Welche Pferde ich empfehlen kann, dazu habe ich sogar ein Video gemacht. Das sind 4/5, je nachdem welches Level ihr seid. Lieblingsrasse ist bei mir Araber Pinto, den ich sehr gerne mag, aber mein Favorite ist und bleibt ganz klar der Isländer. Und Pferde, die ich empfehlen kann, sind die Pferde, die man zwingend braucht, um das Spiel in Anführungszeichen durchzuspielen. Das ist natürlich das Startpferd, aber das müsst ihr ja nicht kaufen. Das braucht ihr halt für die ganzen Pandoria-Sachen. Dann der Isländer, den braucht ihr für das Isländer-Rennen, wenn ihr das mitnehmen wollt. Dann ein kälteresistentes Pferd und hier kommt eben der Grund rein, warum ich sage 4 oder 5. 5, wenn ihr noch unter Level 15 seid, weil dann könnt ihr nämlich den Isländer erst ab Level 15 kaufen und braucht davor ein kälteresistentes Pferd. Also wenn ihr noch nicht in New Hillcrest seid, braucht ihr ein kälteresistentes Pferd, wie zum Beispiel das Fjordpferd als Beispiel oder das NSK, was auch immer. Dann eben der Appaloosa, weil das schnellste Pferd ist und ein Pony für eben die Pony-Strecke. Also habt ihr quasi 5 oder 4 Pferde, je nachdem welches Level ihr seid. Also habt ihr nochmal Isländer, kälteresistentes Pferd, Appaloosa, Startpferd und Pony. Das sind so die Pflichtpferde, die ihr braucht, um das Spiel mit allen Facetten zu spielen. Und ansonsten Lieblingsrasse bei mir ganz klar die Isländer. Und eben Araber Pinto, die ich sehr gerne mag, weil sie sich auch super steuern lassen. Also die sind ja wahrscheinlich die wendigsten Pferde in Star Stable. Und wenn der Araber Pinto mal rausgeht, würde das wahrscheinlich mein Chumpy-Pferd werden. Also der Araber Pinto. Soweit so zu den ersten Blog-Anfragen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, Verbesserungsvorschläge, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Bitte schreibt jetzt noch keine neuen Fragen hier runter. Ich habe noch einige Fragen offen, die ich gerne reinpacken möchte aus dem letzten Video. Und wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr da Verbesserungsvorschläge, Wünsche habt, packt sie in die Kommentare rein. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Feedback hilft mir in der Hinsicht wirklich gut. Und dann verabschiede ich mich für diese Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Q&A wieder. Bis dann. Ciao, ciao.